einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Das Wäldchen. Ich muss sagen, die moderne Axt, die macht das schon wesentlich besser als die alte. Und oh, guck mal, wie schnell das geht. Okay, wir sammeln Holz. Wir wollen nämlich heute unsere Hütte fertig bauen, denn wir brauchen ein wohliges Heim. Wir brauchen einen Rückzugsort und ich brauche eigentlich auch ein Sofa. Kann man hier eigentlich auch ein Sofa bauen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja, ne? Irgendwie sowas. So. Karre ist voll. Das heißt, wir gehen einmal zurück. Und packen mal die Ladung auf die Veranda. So, okay. Ich muss sagen, die letzte Höhlentour, die hat mir echt gefallen. Ich würde ganz gerne eigentlich wieder auf Tour gehen, aber ich möchte halt auch bauen. Das bringt beides Spaß. Ich möchte eigentlich beides auf einmal, aber es geht halt nicht. So. So, dann schnappen wir uns mal die Stämme hier und... Oh, hä? Was ist hier denn passiert? Hä? Okay, das müssen die netten Nachbarn gewesen sein. Ah, die sind doch gar nicht so, so hart, wie sie immer tun, ne? Wollen hier mal so tun, als wollen sie ans Leder, aber... Oh, guck mal, wie nett die sind. Oh, ja, harte Schale, holziger Kern. Okay, dann nehmen wir mal hier und stecken das Ganze mal rein. Umso schneller sind wir nämlich hier durch. So. Oh, ist das nett, muss ich sagen. So. Ich habe übrigens in den Einstellungen, bin ich nochmal rein, da hatte ich nämlich gesehen, dass das Respawn von Bäumen, also das Nachwachsen, ausgeschaltet war, standardmäßig. Das wollen wir natürlich nicht, weil sonst haben wir irgendwann hier nur noch irgendwelche Stumpen stehen und müssen 8 Kilometer laufen, um den nächsten Baum fällen zu können. Deswegen habe ich das natürlich einmal eingestellt, dass wir hier auch immer wieder nachwachsende Bäume haben. Kann mich hier nicht ran. Ja, ne? Und hier sind auch immer mich schon ein paar nachgewachsen. Hallo? Wieso geht das hier nicht? Ach hier, warte. Da. Okay. So. Okay, das geht ja dann doch schneller, als ich erwartet habe. So, dann können wir hier mal die Tür fertig machen. So, wie ging die auf? Wieso? Ach so, wahrscheinlich muss ich erst die ganze Wand hier fertig haben, damit ich die Tür aufbekomme. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich bekomme die Tür gleich wieder auf. Nicht, dass ich mich hier gleich einschließe und nicht mehr rauskomme. Das wäre ein bisschen doof. So, wie viel fehlen uns noch? 25. Okay. Das heißt, ganz haben wir es noch nicht fertig, aber das kriegen wir auf jeden Fall heute locker hin. So, ich meine, wieso kriege ich die... Ach, die geht von alleine. Ach ja, stimmt ja. Sorry, ich dachte, man musste irgendwas drücken, damit man die aufbekommt. Aber muss man ja gar nicht. Ich Dummerchen. So, hallo? Da. Zack, 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 zack. So, dann lass ich mal hier durch. Okay. Oh, ich liebe eigentlich diesen Ort hier, ne? So schön mit dem Entengeschnatter. Eigentlich müsste ich hier ein dickes Hotel bauen. Und das teuer vermieten an Touristen oder auch an die einheimischen Kannibalen hier. Wenn die hier Urlaub machen wollen, dann, ne, dann müssten die halt irgendwie, keine Ahnung, kostet dann 78 Knochen die Nacht. Und die Präsidenten-Suite kostet Mutantenrüstung. So, hier kann ich schon wieder nicht reinstecken. Komme ich hier noch durch? Nee. Ich kann hier nicht mehr durchglitschen. So. Euch zwei Hübschen noch. Bäm. Okay. So, wie brauchen wir noch? 12. Das heißt, eine Karre noch. Eine Karre noch. Das kriegen wir doch locker hin. So, einmal hier schnappen. Und ich hoffe, wir werden noch in Ruhe gelassen. Ich würde das gerne nämlich jetzt fertigstellen. So, irgendwo da vorne waren noch die Baumstämme. Ja, da sind sie auch. Könnte sogar sein, dass ich schon genug gefällt habe. Mal gucken.
Alright, so, dann machen wir mal hier euch bei. Denn. Nee, ich habe leider nicht genug gefällt. Aber egal. Mit unserer modernen Axt kriegen wir das ja locker hin. So, aber hier liegen auch noch welche. Zack. Oh. Hier verstecken sich doch noch einige. So, ich glaube, das soll ich jetzt 8, ne? Oder? 9 hier, 6, 8, jawohl. Das heißt, ein Baum noch, ne? Na. Oh, das gleitet wie Butter. Es gleitet wie Butter. So. 3, 4. Und 12. Sehr schön. So, dann einmal zurück. Bitte wenden. Huch. Man sieht leider nicht, wo man hinfährt. Und hier stehen überall schon Baumstümpfe. Okay. So, dann einmal hier, bitteschön. So. Einmal durch die Tür. Zack und zack. Zwei Wände noch. Hupf. Oh, mir gefällt mein Hütchen. Ich glaube, das wird ganz nice hier. Oh, schon wieder keine Ausdauer. Oh, wie ist hier noch? Wir müssen auf jeden Fall auch noch mal demnächst los. Ich brauche nämlich Fell. Ich brauche ganz viel Fell. Davon kann man sich nämlich viele schöne Sachen bauen. Ich brauche auf jeden Fall einen Köcher. Und ich glaube, man könnte doch irgendwie auch Steinbeutel und Stockbeutel bauen, ne? Damit man mehr Äste und mehr Stöcker und so tragen kann. Mehr Äste und mehr Stöcker, ja klar. Mehr Stöcke und mehr Steine meine ich natürlich. So, einmal kurz beruhigen wieder. Und ich weiß gar nicht, was man noch alles mit Fellen. Aber auf jeden Fall, Felle brauchen wir definitiv demnächst reichlich. So, die letzten beiden. Ah, herrlich. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich so. Unsere Hütte ist fertig. Aber es ist natürlich erst der Anfang. Wäre jetzt ein bisschen krumm. Ja, ja. Ich bin halt auch kein Architekt, ne? Muss man dazu ja auch sagen. So, und wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall hier noch ein Obergeschoss bauen. Und ich möchte auch irgendwie meine Veranda hier so ein bisschen. Warte mal. Hallo? Ich wollte das. So, ich guck mal eben. Was können wir. Oh. Ja, genau richtig, der Besuch. So, dafür bräuchten wir wahrscheinlich, um die Decke zu ziehen, hier einen eigenen Boden, ne? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wir brauchen natürlich auch eine Treppe nach oben. So, was haben wir denn hier? Felswand, Stockzaun. Also ich würde gerne um die Veranda irgendwie eine Umrandung bauen. Also irgendwie, das ist nur die Frage, was machen wir? Machen wir einen Knochenzaun? Ah, das wird, glaube ich, teuer, ne? Stockzaun? Felswand, warte mal. Hä? Okay. Okay, warte mal. Aber. Ich will die doch nicht komplett hier. Warum macht er die gleich komplett? Warte mal. Ich möchte aber. Kann ich hier einen Durchgang machen oder nimmt er gleich wieder alles weg? Nee. Oh, nice. So, hier ein Durchgang. Will ich noch einen zweiten Durchgang? Ich weiß es gar nicht. Wobei, ein Durchgang reicht eigentlich, ne? So, dann können wir uns das ein bisschen heimlich hier machen. So, ich muss mal eben gucken. Kann ich hier, warte mal. Kriege ich hier einen Steinbeutel? Nee, nur kleiner Steinbeutel. Okay, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich ein Rehfell dafür. So, wo ist denn überhaupt der Besuch? Da hat doch vorhin einer gegrunzt. Er scheint schon wieder weg.
So, ich würde sagen, nee, das wollte ich nicht. Ich will hier einmal jenen. Und dann gehen wir mal nämlich ein bisschen auf Tierjagd, würde ich mal sagen, ne? Einfach hier irgendwo in den Wald rein. Und dann gucken wir mal, ob wir... Häschen, die sind aber auch immer so schnell, ne? So, vielleicht sollte ich auch lieber den Bogen nehmen. Wo ist Häschen? Das ist natürlich hier im Wald auch echt schwer zu sehen. Oder ich bin blind. Kann natürlich auch sein. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, dass hier ständig irgendwelche Geräusche, wo du nicht weißt, was ist das? Ist das ein Tier? Ist das ein Feind, der wieder auf uns lauert? Oh, was ist hier? Aloe Vera. Oh ja, das können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Für die Heilung. War ich hier schon mal? Nö, egal, wenn wir schon mal hier sind, wir können ja einmal speichern. Nicht, dass unsere Hütte nachher wieder weg ist. So, hier sind aber nur Stöckis. Hier ist sonst nichts Besonderes, ne? Okay, Stein. Oh, 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 was war das für ein Geräusch? Alter, hab ich mich erschrocken! Ich sehe aber nichts. Was war das für ein Geräusch? Oh, Alter. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen weiter, ne? Ich wollte nämlich eigentlich nur Tiere jagen und keine anderen Viecher. So, irgendwo müsste ja Häschen und Rehe geben. Ich sehe aber nichts. War da gerade ein Hase? Keine Ahnung, keine Ahnung. Oh, 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 oh. Holy shit. Hab ich mich erschrocken, oh Gott. Die Frage ist, will ich mich mit dem anlegen? Will ich mich mit... Ich habe zu wenig Ausdauer. Ich bräuchte eigentlich mehr Ausdauer. So, nehmen wir nochmal hier. Okay. Ich komm, was soll's. Okay, ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt? 28, okay. Ja, komm. Wir haben ja eben gespeichert. Von da können wir ruhig mal was riskieren. Na du? Was macht er denn jetzt? Hä? Oh, oh. Nein, 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 nein. Ja, du bist ja ein ganz feiner. Du bist ja ein ganz feiner. Huch. Nein, 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 nein. Schwupp. Ich glaube, das war ein Headshot, ne? Oder? Ja. Vor allem das Gute ist, sie ist allein, wenn es eine sie ist. Also wenn hier noch mehrere gewesen wären, hätte ich mich das nicht getraut. Oh, Madame! Darf ich bitte meine Pfeile zurück? Es wäre äußerst entzückend. Dankeschön, Dankeschön. Noch irgendwo ein? Ne, ich glaube, das war's, ne? Okay. Heute gibt's Steak. Heute gibt's Steak. Oh, da waren doch noch Pfeile. So, Mutantenrüstung. Nice. Unsere erste Mutantenrüstung. War doch gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. So, wo war denn das Reh? Da ist das Reh. Das werde ich mir nämlich auch gerne noch schnappen. Was? Nein! Dankeschön! Dankeschön! Erstmal den Pfeil. Habe ich den? Ja. So, dann gucken wir mal, was wir aus einem Rehfell machen können.
Kann ich da schon irgendwas... Nee, Echsenhaut, Hasenfell, Rehfell. Eine Speertasche, Wasserschlauch. Okay, Wärmeanzug und Speer... Warte mal, aber... Was konnte ich denn... Womit muss ich... Vielleicht mit Stoff kriege ich da irgendwie... Steinbeutel, ah! Das ist ein Wildschweinfell, ne? Oh Gott, wo kriege ich denn nochmal Wildschweine her? I don't know. I don't gar nicht know. Ich glaube, die waren im, waren die im Schneegebiet? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube ja, ne? Also bisher haben wir hier noch gar keine Wildschweine gesehen. Oh, ich glaube, der war da. Der war nix, ne? Warte, hab ich irgendwo. Ist der noch irgendwo hier, der Pfeil? Gut, aber ich sag mal so. Zumindest war der Ausflug bisher ein bisschen erfolgreich. Allerdings brauche ich auch noch Häschen. Ich brauche noch. Oh. Ich brauche noch viele Häschen. Verdammt, wo ist denn das jetzt schon wieder hin? Häschen! 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 Ich glaube, ich bin aber auch blind, ne? Ich sehe das immer nicht. Und ich weiß mittlerweile auch gar nicht mehr, wo ich bin. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wo ich überhaupt hinlaufe. Na gut. So, wir gucken nochmal. Hier sind auf jeden Fall wieder ein paar Totems. Das scheint hier vorne... Irgendwo wird es wahrscheinlich wieder irgendwelche Zivilisationen geben. Okay, da ist noch ein Reh. Das nehmen wir auch nochmal mit. Wir brauchen nämlich auch noch Fleisch. Warte. Dankeschön. So, Fell nehmen wir mit. Fell nehmen wir mit. Und Fleischi nehmen wir auch mit. So, deinen Kopf kannst du behalten. Aber die Hasen. Die sind das Problem. Ach, wir sind am Zeltplatz. Okay. Okay, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir natürlich auch gleich noch mal ein paar Pfeilchen mit. Habe ich hier gerade wieder was gehört? Okay, Pfeile sind voll. Können nicht mehr als 30... Achso, ach. Ich denke, irgendwas, was faucht mich hier an? Das bin ich selbst. Das ist der scheiß Koffer. Gut, so. Pfeile sind voll. Ich brauche unbedingt mehr Steine. Beziehungsweise ich brauche unbedingt einen Steinbeutel. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich ein Warzenschwein herbekomme. Oh. Scheiße. Hasi? Hasi? Oh, ich hasse Hasen. Da. So, warte. Oh nein. Ungünstiger Zeitpunkt. Oh, ich hab den nicht getroffen? Was? Oh, warte. Wo? Da. Guten Tag. Oh, jetzt laufen hier die ganzen Hasen durch die Gegend. Ist er schon wieder weg? Oh ne, da ist er noch. So, warte mal, dann machen wir mal hier. Guten Tag. Hä? Wieso habe ich den nicht getroffen? Ich kann nicht mehr zielen. Senor, nun zieren Sie sich nicht so. Oh. Alter, ich verballer hier gerade meine Pfeile.
endlich. Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Senor? Okay, er will nicht. So, es wird langsam dunkel. Das heißt, ich glaube, ich gehe mal lieber wieder nach Hause. Ja. Ne? Also wie gesagt, der Ausflug war eigentlich gar nicht schlecht, außer dass ich kein Hasenfell habe. Was eigentlich das Ziel des Ausflugs war. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt einmal nach Hause gehen, weil ansonsten könnte es sein, dass hier noch mehr Mutanten auf uns lauern. Feuerzeug alle? Ne, geht doch noch. Okay. So, und dann haben wir natürlich erstmal unsere... Bitte? Nein, 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 nein. Hasi? Hasi? Oh Mann! Ah! So, dann hauen wir jetzt erstmal unsere ersten Steine hier in die Mauer. Oh ja. Das war eine Menge. Oh, ich freue mich. Die ist ja schon fast fertig. Oh, wie schön. Oh Gott, na. So, ich glaube, ich mache mal ein Feuerchen. So. Bisschen Laub rein. Und wir müssen unser Fleisch aufhängen. Und ich glaube, ich brauche noch mal ein zweites Trockengestell, ne? So. War's das? Okay, das war's. Das war's. Aber auf Dauer brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein zweites Trockengestell. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch... Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Der hat die Mauer hier ganz rumgezogen. Nee, das will ich natürlich nicht. So, ich hoffe, hier ist jetzt keine Lücke. Oh, shit. Oh, shit. Warte mal, wenn ich jetzt... So. Okay, dann müssen wir einmal hier wegmachen. Und hier brauchen wir ja keine Mauer. Okay, aber hier weg. Ich finde das schade, dass man die nicht einzeln ziehen kann, also selbstständig ziehen kann. So, wenn ich die jetzt wegmache, dann ist wieder hier eine Lücke, ne? Die Frage, ob ich das jetzt so lasse. Dann haben wir hier nachher auch Steine im Fenster. Oder ob ich hier eine Lücke lasse. Ah. Huch, oh, mir wird kalt. Feuer schon wieder aus? Okay, wir müssen wohl doch noch mal ein bisschen mehr Laub nachlegen. So, was ist, wenn wir jetzt da eine Lücke lassen? So, hier ist schon wieder zu. Gefällt mir das? Nee, das gefällt mir nicht. Aber wenn ich jetzt wieder da die Mauer ziehe, dann habe ich schon wieder ringsrum. Ärmer ist es doch immer. So. Oh! Oh! Der kommt hier tatsächlich rauf? So, dann probiere ich mal meine Axt aus. Nein! Tschüss! Oh, der hat wehgetan. Der hat echt wehgetan. So, den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ist er noch irgendwo? Kann ich mehr holen? Und ich habe immer gedacht, die kommen hier nicht rauf. War gut, dass wir hier eine Steinmauer... Aber der ist der tatsächlich sogar rübergesprungen. Holy moly! Ich glaube, ich brauche hier doch noch mal ein paar Verteidigungsanlagen. So, und ich werde mal hier meine Mutantenrüstung... Oh, guck mal. Mein linker Arm. Wie schick der jetzt aussieht. Okay, ich bin gerade überfordert. Ich weiß nicht, was ich gerade... So, weißt du was? Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen. Morgen ist nämlich auch noch ein Tag. So, wir sammeln gleich mal ein paar Steine. So.
Da war schon wieder ein Häschen, was ich wieder zu spät gesehen habe. Achso, Schlamm. Ja, alles klar. Wir machen uns mal ein bisschen dreckig. So, das nehmen wir auch noch mit. Und ab nach oben. So, hier können wir eigentlich nochmal theoretisch was trinken, auch wenn wir eigentlich so gut wie voll sind. Dann nochmal einen Snack und kann ich schlafen? Ja, ich kann schlafen. Sehr gut. So, und wir speichern auch nochmal. Ja, überschreiben. Gut. So, dann hauen wir hier nochmal eben unsere Steinchen rein. Was mache ich mit der Mauer? Ich bin mir echt noch unsicher. Ich werde es mir bis zur nächsten Folge auf jeden Fall überlegen. Und mal gucken, wie wir das machen. Achso, schon wieder Schlamm. So. Ich glaube, die Häschen, die wollen mich verarschen. Die wollen mich so richtig verarschen. Laufen mal schnell an einem vorbei. Und dann wurden sie nie wieder gesehen. Oh. Nein! Mann, mach doch nicht sowas! Habe ich getroffen? Ja, ich habe getroffen. Gut. Aber ich glaube, das reicht noch nicht, ne? Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 3. Doch, warte mal. Das reicht doch, ne? Nee. Hä? Was kann ich daraus machen? Ein Köcher? Scheinbar, Stockbeutel. Will ich jetzt einen Köcher oder will ich einen Stockbeutel? Nee, ich will einen Köcher. Damit wir mehr Pfeile tragen können. Nice. Okay. Okay, wir können jetzt mehr Pfeile tragen, das ist sehr nice. Aber ich brauche auf jeden Fall noch mehr Hasenfell. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Hasenfell. Und ich brauche immer noch ein Wildschweinfell. Oh, Lurch. Du wirst verschont. Dich brauche ich nicht. Na gut, ich würde sagen, ich werde mal gucken, wie ich das beim nächsten Mal mache mit hier unserer Mauer. Und ich werde gucken, wie wir noch an mehr Hasenfell kommen. Und ich hätte eigentlich auch wieder Bock auf eine kleine Höhlentour. Ja, ich glaube, wir machen beim nächsten Mal. Könnte es sein, dass wir wieder eine kleine Höhlentour machen. Ich hätte Bock drauf. Ja, ich glaube, ja. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.